Happy Birthday, Laura. Schnell auspusten. Halt, stopp. Ich hab doch die Torte noch gar nicht. Oh, jetzt war deine Knipse im Bild. Schnell noch mal anzünden. Du spinnst wohl. Erst mache ich noch ein Foto für Insta und dann ein Video für TikTok. Das ist so praktisch. Nichts entgeht einem mehr. Alles wird verewigt. Schönes. Witziges. Einmaliges. Interessantes. Peinliches. Ärgerliches. Wichtiges. Oder einfach nur so. Denn vielleicht wird das mal wichtig. Und alles doppelt und dreifach. Und wenn man irgendwann keine Fotos mehr wiederfindet. Wo sind die Fotos vom Riesenrad? Wo sind die Fotos von unserer Radtour? Was sind das denn für Fotos? Ich suche weiter nach den Bowling-Fotos. Außer die, die man nicht sucht. Falls jemand die Fotos Ich suche immer noch die Fotos. Wo sind denn die Bilder? Wo sind denn die Fotos? Die suche ich schon die ganze Zeit. Ist das auch kein Problem? So. Ich bin jetzt mal 3 Stunden weg und sortiere unsere ganzen Fotos. Naja, und dann war er verschwunden. Nach 3 Tagen haben wir ihm mal Essen und Trinken vorbeigebracht. Bin gleich fertig. Vielleicht noch 1 Stunde. Ach, das sagt er jetzt seit Wochen. Und mittlerweile sind 4000 neue Fotos von unserem Urlaub auf den Kanaren dazugekommen. Da waren wir ohne Papa. Denn der sortiert ja die ganze Zeit unsere Fotos. Sag mal, warum hast du den Busch auf Bild 19.873 fotografiert? War da ein Tier oder ging es um den Busch oder kann das weg? Nee, warte mal, irgendwas Wichtiges war da. Lösch mal lieber nicht, das fällt mir vielleicht noch ein. Laura, du hast nach deiner Mathe-Klassenarbeit mit Amira 38 Selfies gemacht. Kann davon eins weg? Das kann ich jetzt nicht sagen. Nachher löschst du noch das Beste. Oh. Seit 5 Monaten sortiert mein Mann jetzt. Wir hatten schon 2 Fernsehteams hier. Ja, die wollten wissen, wer der verrückte Typ ist, der alle Fotos sortiert. It's not unusual to be loved by anyone. Leute, noch 38 Fotos, dann hab ich's! Ja, unglaublich, dass er tatsächlich fertig wird. Fertig! Ja. Und er wirklich zusammen mit uns zur Hochzeit seiner Schwester kommen kann. Da hat er sich so drauf gefreut. Doch dann ist ihm aufgefallen. Ach du Scheiße. Da sind ja noch 12.354 Videos zu sortieren. Fahrt schon mal vor. Ich komm dann nach. Und macht bloß keine neuen Fotos. Machen wir uns nichts vor, Extra 3 auf YouTube ist einfach zu erfolgreich. Das ist unsympathisch. Man ist ja immer für den Underdog. Deshalb zieht sich Extra 3 mit der ganzen Sendung von YouTube zurück in die ARD-Mediathek, um Satire wieder unerkannt aus dem Untergrund zu praktizieren. Hier geht's lang.